Herren, herzlich willkommen hier beim RUC-Projekt Rennrad Ultradistanz Charity mit Christoph Radlinger, der am 29. August starten wird von Passau, 322 Kilometer Richtung Schwadorf. Das Ziel befindet sich hier in Schwadorf. Es wird ein unheimlich spannendes Rennen, vor allem deswegen, weil es Premiere für Christoph Radlinger sein wird, diese sehr lange Distanz in 14 Stunden zu meistern. Und wir haben heute jemanden bei uns, der sich mit langen Distanzen sehr gut auskennt, praktisch als auch theoretisch viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und zwar ist das der offizielle Ironman Austria Mentalcoach Wolfgang Seidel hier neben mir. Vielen Dank, dass du uns hier besuchst. Ich will einmal beim Wolfgang bedanken, dass er das Projekt unterstützt, weil ich denke mal, so einen Mentaltrainer kann man gut brauchen. Und ja, nein, ich freue mich eigentlich schon auf die Challenge. Die sind ja schon mittendrin und jetzt im Training. Der Christoph macht sehr gute Fortschritte, wie man halt schon gesehen hat bei den Laktatmessungen. Ja, also ich glaube, das wird eine recht coole Sache. Radtour mit Roland Gaber und Christoph Radlinger. Wie geht's euch, Burschen? Optimales Wetter, super Beine, erfrischend. Also für mich ist das halt was komplett Neues, wo ich mal denke, es ist halt doch eine ziemlich lange Zeit für mich, weil ich halt im Sommer vom Training her jetzt nicht so lange Distanzen gewöhnt bin. Aber so, ich denke mal, ja, 14 Stunden, die werden zum Durchhalten sein, also momentan bin ich zuversichtlich, dass es alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Christoph, was sind so deiner Meinung nach so diese größten Hürden für dich oder Herausforderungen in diesem Rennen? Was meinst du? Also das Größte, was ich schätze, ist einmal, dass die 14 Stunden im Kopf jetzt, momentan, dass wirklich 14 Stunden am Sattel sitzen, das ist so das, was bei mir so irgendwie momentan Sorgen macht, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, zum Schaffen. So denke ich momentan drüber. Ja, wir haben ja rechnerisch so jetzt festgestellt, es werden 14 Stunden durchfahren, wäre ungefähr so ein 24er Schnitt. Was ist für dich jetzt persönlich so im Training die längste Strecke, die du jetzt so mit dem Schnitt gefahren bist? Und wie ist dein Gefühl, wenn du so jetzt an das Rennen denkst mit diesem Schnitt? Also momentan die wirkliche Leistung, was ich jetzt gehabt habe, waren 4,5 Stunden. Da bin ich sogar einen 26er Schnitt gefahren. Und was ich mir dabei denke, ist eigentlich ja, momentan nicht wirklich viel, weil ich mir denke, am Tag X, also am 29. August eigentlich, da kommt es dann drauf an und da will ich einfach nur, denke ich mal, so einen Ehrgeiz habe ich, dass ich das einfach ständig durchbeißen will. Wichtig ist einfach, dieses Ziel wirklich im Kopf zu verankern und zu wissen, an dem Tag fährst du einfach die 322 Kilometer in 14 Stunden und das schon mal zu wissen, ist einfach ein großer Vorteil, weil sich der Körper wirklich an dem Tag auch dann auf den Tag X vorbereitet. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wie gehst du so mit Anspannung um? Was glaubst du, wie geht es da so am Tag vor dem Rennen oder so die Stunden vorm Rennen? Wird so Anspannung ein großes Thema für dich sein oder nimmst du das eher so relaxed cool? Also momentan kann ich es wahrscheinlich nur vergleichen eben mit dem Skifahren. Da ist halt so am Tag davor ist halt sicher irrsinnig die Anspannung da. Aber wenn es dann wirklich so weit ist, wie beim Skifahren eben, dass ich ins Status komme, ist eigentlich nur noch der Fokus ins Ziel und genauso schätze ich das jetzt mal beim Radfahren auch ein, dass eigentlich die 14 Stunden das Ziel sind. Ja,
mein Tipp wäre natürlich jetzt, sich schon einmal im Vorfeld damit auseinanderzusetzen und auch so Szenarien im Kopf durchzugehen, weil du sagst, ja, du hast das so über Schmerzen gar nicht noch Gedanken gemacht. Es werden wahrscheinlich so Phasen kommen, wo es solche Tiefs gibt, die es in jedem Bewerb gibt, und da ist es natürlich im Vorfeld ganz wichtig zu schauen, wie gehe ich dann wirklich mit diesen Schmerzen um, mit diesen Tiefs, dass ich einfach nicht so in ein Gedankenloch reinkomme, in so eine Negativspirale. Und da wäre es gut, vielleicht, dass wir uns nachher ein bisschen unterhalten, wie gehst du mit solchen Phasen um, dass du einfach in dem Fall positiv bleibst und immer wieder dieses Ziel im Kopf hast und weißt, warum tust du das, und einfach immer weißt, wieso, warum tue ich mir das an. Warum und wieso ist für die Stiftung Kindertraum? Es ist ein karitatives Projekt, das damit unterstützt wird. Es werden laufend Sponsoren gesucht, und an dieser Stelle auch ein Dankeschön an den Wolfgang für deine auch finanzielle Unterstützung für dieses Projekt. Und ja, wir suchen auch weiterhin Sponsoren, die hier kräftig uns dabei unterstützen, die Stiftung Kindertraum bei ihrer Hilfe für Kinder eben weiterzubringen. Never been.